So, willkommen Freunde, wir sind das letzte Mal hier gestrandet, nachdem wir hier durch das Teleskop geguckt haben. Und das Rätsel haben wir gelöst und jetzt hauen wir erstmal ab. Gehen erstmal hier lang. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier erstmal raus. War gespannt. Ja, aber hier war es richtig. Und jetzt müsste noch theoretisch hier in den Speiseraum, oder? Der Speiseraum ist zu. Warum ist der jetzt eigentlich zu? Weil normalerweise hieß es doch im Speisesaal, dass wir da die guten Dinge finden, oder? Warte mal. Können wir denn hier irgendwie rüberlaufen? Vielleicht, dass wir den Speisesaal von der anderen Seite öffnen. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Weil ich bin der Meinung, wir haben doch den Schlüssel bekommen für den Speisesaal, oder nicht? Finde ich hier alles ein bisschen seltsam. Okay, wir können hier nochmal kurz gucken, aber hier ist es falsch. Nee. So, hier geht es irgendwie raus. Genau. Gehen wir hier nochmal zurück. Das kann nicht sein. Warum konnten wir denn nicht in den Speisesaal? Okay, von da. Gehen wir nochmal oben gucken. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen. Wer weiß, wer weiß. So, dann wollten wir nicht lang. Okay, gucken wir hier mal rein. So, den Koffer haben wir geöffnet. Das war auch richtig mit der Linse. Warte mal, wir gucken nochmal hier rein. Wir durchsuchen alles nochmal hier ein bisschen, weil... Wir haben es jetzt länger nicht gespielt, müssen uns jetzt mal ein bisschen orientieren. Der Phase ist so. Wir sind ja bei ihr hier gewesen. Also auch. Und da haben wir doch eigentlich den Schlüssel für den Speisesaal bekommen. Nicht der Meinung. Sie ist tot. Und egal wie sie gestorben ist, jetzt sieht sie friedlich aus. Ja, das stimmt. Liegt hier vielleicht noch irgendwo irgendwas rum oder so? Ich war der Meinung, wir hätten hier einen Brief bekommen. Irgendwie so einen pinken, rosa Brief. So, da gucken wir jetzt auch nochmal. Genau, den hier. So, ich habe in letzter Zeit seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in der Realität auf. So, haben wir dann nicht auch den Schlüssel bekommen irgendwie? Was haben wir denn hier noch? Okay. Das ist unsere Bonus-Sets. Das haben wir schon aufgedeckt. Gibt es hier noch irgendwas, was wir nicht aufgedeckt haben? Nee, ne? Nö. Nee. So, Ermittlungen. Perosis Körper sah unversehrt aus. Carnby konnte nicht feststellen, wie sie gestorben war. Oder warum das für die Menschen von Ducedo keine größere Aufregung bedeutete. Okay, der Talisman hat angezeigt, dass sich das Portal im Speisezimmer öffnen lässt. Genau. So, weiter gibt's ja hier auch gar nichts. So, und das heißt, das Rätsel hatten wir ja auch gelöst, ne? Genau. Hier nochmal gucken. Nö. Also, wir müssen in den Speisesaal, das ist schon richtig. Sehr merkwürdig. Vielleicht über Umwege da irgendwie hinkommen müssen oder so? So, hier ging es ja nur oben auf dem Dachboden. Das hat ja nicht funktioniert. So. Ah, da liegt noch ein bisschen was. Ah, Medizinkistenschlüssel. Schlüsselgegenstand. Haben wir den letztes Mal übersehen? Das ist ja ein Ding. Medizinkistenschlüssel. Wo können wir den denn einsetzen? Das ist ja faszinierend. Warum haben wir den dann übersehen? Krass. Das hat mich jetzt aber umgehauen. Ah,
hier ist das Speisezimmer. Der okay. Dieser aggressiven Fäulnis. Alles klar. Warte mal, können wir da nicht von hier gleich die Tür öffnen? Entriegeln? Ah, okay. Alles klar, dann haben wir es doch richtig gemacht. So. Und hier müsste, glaube ich, müsste sich das Portal jetzt öffnen, ne? So, die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedankenvoll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos. Das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen. Allein. Hört mich und wisset. Gezeichnet sind wir. Allein in der Finsternis. Oha. Sehr düster das Ganze. So, und hier soll sich doch jetzt ein Portal befinden, irgendwie an der Vase, oder? Das so richtig sehe, aber welche Vase ist das denn? Ah, da ist das Portal. Wunderbar, Kapitel 3 geht los. Ah, ich freue mich. Super, das wird ja was. Oh, Alter. Und da soll der Schattenmann sein in der Bibliothek bei so schönem Wetter? Krass. Sie haben es hergeschafft. Ich hatte Zweifel. Aber die Hoffnung, die Sie mir gaben, lebt noch. Ich schätze, das hier ist Haroeia. Wer sind Sie? Mein Name ist Juan Luis Roche und dies ist wirklich der Konvent von Taroeia. Sie müssen entschuldigen, aber Jeremy kannte Ihren Namen nicht. Ich heiße Edward Cornby, ich bin Privatermittler. Sie sind kein Patient, oder? Nein. Ich bin der Autor eines Buchs, das Jeremy einst wichtig war. Wie geht das? Sind Sie auch Teil seiner Erinnerung? Ist das eine Erinnerung? Ich bin wohl eher eine Manifestation von Jeremys Unterbewusstsein. Genau wie der Konvent von Taroeia. Ich habe Jeremy nie getroffen. Und wir sind an einem Ort, den er nie besucht hat. Na schön. Und Sie sind hier, um mich anzuleiten? Ich habe eine klare Bestimmung. Ich bin einfach. Aber ich helfe natürlich gerne, wenn ich kann. Wenn Sie bereits irgendwie ein Teil von Jeremy sind, warum wollte er dann herkommen? Ist er dann nicht schon hier? Jeremy wollte herkommen, weil es ein Abbild seines Geistes ohne Störung ist. Wenn Dr. Gray ihn während der Sitzungen bittet, seinen Fokus zu finden, stellt er sich diesen abgelegenen Konvent vor. Er ist davon überzeugt, dass er, könnte er wirklich herkommen, perfekte Gelassenheit finden würde. Eine spirituelle Vergöttlichung. Sie glauben nicht dran. Jeremy weiß unterbewusst, dass es nur ein Wunsch ist. Er kann nicht herkommen. Trotz der Pfade, die der Schattenmann zwischen Terfetto und Jeremys Geist geschaffen hat, ist es einfach unmöglich. Aber ich bin hier. So ist es. Schade, dass es für Sie nichts Besonderes ist, Detective. Andernfalls hätten Sie ein Buddha werden können. Manche von uns spielen eben immer nur die zweite Geige. Nicht wahr? Ja, so ist es wohl. Sie werden die Erleuchtung andernorts suchen müssen. Und was mache ich stattdessen? Was kann ich hier tun? Sie sollten in die Konventsbibliothek und dort nach der Wahrheit hinter dem Pakt zwischen Jeremy und dem Schattenmann suchen. Es gehört zu den Dingen, die er unterdrückt und nicht klar sehen kann. Kann ich damit den Pakt brechen? Vielleicht. Zumindest können Sie Jeremy damit konfrontieren. Moment. Warum sagen Sie es mir nicht? Solche Dinge weiß ich nicht. Sie müssten wohl eher die Texte von Dr. Freud lesen, wenn Sie das verstehen wollen. Nein, danke. Psychiater sind nichts für mich. Sie sollten noch etwas über die Bibliothek wissen.
er ist ebenfalls hier. Der Schattenmann studiert all die Texte hier seit langer, langer Zeit. Er ist hier? Wie soll ich an ihm vorbeikommen? Mit Vorsicht, Detective. Oh Mann, fantastisch. Da bin ich ja sehr begeistert. Ich bin in einer schönen Landschaft und der Schattenmann soll da sein. Das ist ja wunderbar. Bin ja sehr begeistert. So, wir sind hier in der Bibliothek. Ja. Und hier geht's nach unten, ne? Natürlich immer sehr geil gemacht, dass hier immer so ein Tuch ist. Da weiß man immer genau, dass man da hin muss. Als Weghinweiser. Hey, was machst du denn da? Rennt da dagegen. Nee. Okay, hier ist die Bibliothek. Hier sieht so schön und friedlich aus, ne? Hier soll der Schattenmann sein. Hier natürlich auch schon alt und kaputt. Da fehlt etwas. Ah, ein Kreuz. Boah, stürzt ja alles ein. Sieht's nicht so danach aus, dass hier ein Kreuz liegt. Aber hier steht was zum Lesen. Die große Bibliothek war endlos, wunderschön und fürchterlich. Eine ätherische Chronik des Universums, das sich im Kopf von Jeremy Hardwood befindet. Jetzt von einer Geschichte, eines zwanghaften Lügners verseucht, die ihm aufgezwungen wurde. Es ist ein Übel, das von Wissenschaft und Heimlichtuerei heraufbeschworen wurde. Ich werde einen Raum dafür nutzen, die Grundfesten seines Charakters wegzusperren. Den Schlüssel gebe ich dem Bibliothekar. Er ist für den Streuner nicht sichtbar. Na toll, der Schlüssel hat der Bibliothekar. Aber wo ist der Bibliothekar? Eigentlich der hier, oder? Ich meine, der saß... Sah so aus. Es könnte auch ein Studierender sein. Okay. Hey, hier ist doch so viel Sonne und hier soll der Schattenmann kommen? Das ist ja so unglaublich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Man hier nach unten? Nee. So, er hat das Kreuz. Eigentlich hier mit. Ach, da kann man auch runter. Fehlt da auch. Warte mal, fehlt da auch ein Kreuz? Da fehlt etwas. Okay, hol das Kreuz. Ah! Nachdem der hängende Baum gebaut worden war, wurde sein Schlüssel an den Bibliothekar Konvents Hubertus gegeben und Jeremys dunkles Geheimnis vor neugierigen Augen zu schützen. Oh Gott, was passiert denn jetzt?
letzten Spielchen anstarten. Okay.
Ist der Spuk jetzt vorbei? Ich glaube, der Spuk ist vorbei. Boah, alter Schwede, ey. War das ätzend. Ich hoffe, der kommt nicht nochmal wieder. Mann, 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 ey. Sein Herzinfarkt. Oh, die sind hier alle so belesen. Okay, hier ist der Fahrstuhl. Es war ein heißer Herbst, in dem ich mit der rastlosen Menge durch die Nacht zog. Er war eine Art reisender Künstler, der auf den Bühnen auftrat und große Furcht verbreitete. Die New Orleans-Adresse des Auftritts ist verloren, aber ich erinnere mich, dass die Prax Shipping Company daran beteiligt war. Hey! Oh nein! Detective! Juan! Juan! Oh, er hat den Schatten mal im Kopf. Ich hoffe, Sie haben gefunden, was Sie suchen. Ich fürchte, es gibt keinen Weg zurück. Okay, er hat uns gerettet, ey. Gott sei Dank. Ich war so nah dran. Ich muss etwas damit anfangen können. Komm schon, Kambi, denk nach! Los! Viel Glück, Detective. Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt, ne? Aber warum liest der auch die... Warum liest der auch einfach... Ach, jetzt kommen wir da runtergefahren. Gott sei Dank sind Sie hier, Detective. Jemand wie ich? Allein an diesem Ort? Ich wäre in aller Munde, wenn die Presse das erfährt. Hey. Ruth, oder? Oh, jetzt tun Sie doch nicht so. Ich bin sicher, Sie haben schon eine ganze Akte über mich, Detective. Ich schätze, wir wurden einander nicht vorgestellt. Ich bin Ruth Tolon, Miss Ruth Tolon, um genau zu sein. Edward Combe. Enchanté. Sicher? Ich hatte mehr als genug. Von der würde ich kein Whisky mehr trinken. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detective. Ich hörte, Sie versuchten, Jeremys Pakt mit dem Schattenmann zu brechen. Ja. Wissen Sie irgendetwas über diese Dinge? Nein. Aber ich frage mich, wenn er es versprochen hat, kann er nicht einfach zu seinem Wort stehen? Ich will Jeremy nur aus einem Schlamassel retten. Er soll mit uns zurück nach New Orleans. Falls alles schief geht. Was tun Sie da? Es ist ein Zeichen der Unterwerfung vorm Schattenmann. Ich hab's in einem Traum gesehen. Was? Ja, die ist aber auch ein bisschen suspekt und unheimlich, oder? Die Prax Shipping Company kennen Sie nicht zufällig. Oh doch, die haben im Krieg groß verdient. Ihre Büros sind direkt da drüben. Wie haben Sie das gemacht? Was denn, Detective? Bon chance. Hey, haben Sie Emily Hartwood gesehen? Wollen Sie mich eifersüchtig machen, Detective? Nein, ich habe Ihre Kleinen nicht gesehen. Oha. So, jetzt geht's da auf jeden Fall weiter.
Ja, Freunde, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut. Bis dahin.